Als nächster Redner zu Wort gemeldet ist Harald Walser, Bildungssprecher der Grünen. Wenn ich die Gelegenheit haben sollte, von dieser Stelle her mich bei Ihnen zu bedanken, möchte ich das jetzt machen. Ich habe die Rechnungshofberichte der vergangenen Jahre immer mit großem Interesse gelesen. Man hat bei Ihnen persönlich auch gemerkt, dass das nicht nur ein Job ist für Sie, sondern dass Sie da mit Engagement bei der Sache sind. Herzlichen Dank dafür und vor allem für die Tatsache, dass wir sehr, sehr viel Fakten bekommen haben, um Bildungspolitik zu machen. Jetzt sind wir aber genau auch schon wieder beim Problem. Frau Kollegin Durschlag, Sie haben ja auf einige Fakten hingewiesen. Was für Schlüsse ziehen wir denn daraus, wenn wir feststellen, dass es Schulversuche gibt, die seit einem halben Jahrhundert laufen? Heuer 50-jähriges Jubiläum der alternativen Leistungsbeurteilung in den Volksschulen. Dass 2000 Schulen beteiligt sind an so einem Schulversuch. Es geht darum, dass wir die Ziffernote in der Volksschule abschaffen und alternative Leistungsbeurteilungen einführen. Die Lehrerinnen und Lehrer sind begeistert, die Eltern sind dafür, die Direktorinnen und Direktoren. Seit 50 Jahren müssen die Schulen, die das durchgeführt haben, Jahr für Jahr ansuchen. Heuer haben wir eine sogenannte Bildungsreform. Das ist einer der Vorschläge. Und was passiert? Kaum ist der Vorschlag auf dem Tisch, wird er auch von Ihrer oder gerade von Ihrer Fraktion abgelehnt. Also versuchen wir hier draußen doch ein bisschen konkreter zu reden über das, was hier geprüft wird, und klare Aussagen zu machen. Ja, ich bin dafür oder ich bin dagegen. Aber ständig da hin und her zu formulieren, hier vage Andeutungen zu machen, immer prinzipielle Zustimmung, aber dann, wenn es konkret wird, zu kneifen, das ist nicht das, was im Parlament ansteht. Und da muss ich leider nahtlos an das anknüpfen, was Matthias Strolz schon gemacht hat, und auf diese Baustellen hinweisen, die zu korrigieren werden. Wir haben Schulversuche zu vielen Problemen, die du angesprochen hast. Wir hätten Evaluierungsberichte dazu, allein wir nehmen sie nicht ernst und gehen drüber hinweg. Ähnliches gilt übrigens für den Schulversuch Ethik- und Religionenunterricht. Auch da gäbe es bereits die Möglichkeit, mit Betroffenen zu sprechen und hier entsprechende Maßnahmen zu setzen und das ins Regelschulwesen zu übernehmen. Prinzipiell sage ich einmal dazu, diese große Anzahl von Schulversuchen, die wir in Österreich haben, an 50% aller Schulen. Umgerechnet heißt es im Schnitt an jeder Schule einen Schulversuch, weil es meistens zwei sind an den betroffenen Standorten. Diese große Anzahl deutet doch auf ein Strukturproblem hin, das wir haben, nämlich, dass die Schulen zu wenig autonom entscheiden können, was sie tun wollen. Muss wirklich am Minoritenplatz entschieden werden, was in der Volksschule Siebratsgfäll unterrichtet wird und wie dort die Leistung beurteilt wird? Das muss aber auch nicht im Landesschulrat in Bregenz gemacht werden. Weg mit diesen mit Entscheidungen im pädagogischen Bereich, von den Zentralstellen, ob im Land oder im Bund, hin zu den Standorten. Das sagen wir in Sonntagsreden immer wieder. Aber auch hier fehlt es an den konkreten Beschlüssen. Ich kann nur mit einem Wort das umschreiben. Herr Präsident, Sie haben das in einem Interview mit dem Kurier gemacht. Sie haben vom Kompetenzwirrwarr gesprochen und in diesem Interview kommt dieser Begriff Wirrwarr und Kompetenzwirrwarr mehrfach vor. Es ist leider nicht untypisch. Wenn wir diesen Rechnungshofbericht hier anschauen zu den Schulversuchen, da steht, man weiß im Landesschulrat nicht genau, was das kostet, man weiß es im Bund nicht genau, was es kostet. Die Evaluierung, die von den Schulen durchgeführt wird, die versickern irgendwo im Niemandsland. Niemand kann genau darauf Auskunft geben, was da ist. Das heißt, diese Struktur von Schulversuchen
die ist nicht vernünftig, die ist nicht zeitgemäß und sie entspricht nicht den Bedürfnissen, die Lehrerinnen und Lehrer, die auch die Eltern, die die Kinder an den Schulen haben. Das wäre eine Konsequenz, Autonomie an die Schulen. Dann hätten wir etwas davon gelernt. Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Ihnen alles Gute und danke für die Aufmerksamkeit. Die Struktur für Schulversuche sei nicht sinnvoll, sagt Bildungssprecher der Grünen Harald Walser. Er fordert mehr Autonomie für Schulen.